Moin, willkommen in Hamburg-Alsterdorf in der Nähe der U-Bahn Sengelmannstraße. Irgendjemand hat hier wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Auto den Zaun etwas demoliert, sodass ein behelfsmäßiger Zaun noch davor gestellt wurde. Aber das ist es gar nicht, was ich euch heute zeigen möchte, sondern ich möchte euch zeigen, dass hier Bauarbeiten, Vorarbeiten für die neue U-Bahn-Linie U5 im Gang sind. Und zwar wird hier in der Nähe eine neue Betriebswerkstatt gebaut, in der die Züge der U5 gewartet werden sollen. Und zurzeit ist hier der Trog, in dem die Strecke der U1 liegt, deutlich verbreitert worden, damit Zufahrtsgleise zu dieser Werkstatt gebaut werden können. Ein Zug der U1 fährt in Richtung Ohlsdorf. Im Hintergrund sehen wir die Häuser in der Geschäftsstadt City Nord. An dieser Stelle gab es früher eine Brücke für den Fuß- und Radverkehr, die nur über die Gleise der U1 hinweggeführt hat. Sie wurde abgerissen und durch eine größere, breitere Fußgängerbrücke ersetzt. Hier kommt eine U1 aus Ohlsdorf in Richtung Innenstadt. Dies ist der Blick in Richtung Sengelmannstraße mit dem ehemaligen Hochhaus der Hamburger Elektrizitätswerke im Hintergrund. Rechts hinter dem Hügel liegt die S-Bahn-Strecke, der S-Bahn S1. Und im Hintergrund seht ihr bereits Gleisanlagen der S-Bahn-Betriebswerkstatt in Ohlsdorf. Hier ein Blick von der Brücke über die S-Bahn hin zum S-Bahnwerk Hamburg. Die beiden Brücken liegen nur etwa 50 Meter auseinander. An diesem Morgen stand hier auch ein Triebwagen der Baureihe 472. Der Farbgebung nach könnte es der Schienenreinigungszug der S-Bahn sein. Auch im Bereich der Haltestelle Sengelmannstraße wurden erste Bauarbeiten angefangen, denn hier muss eines der Gleise der U1 verschwenkt werden, weil die U5 zwischen den beiden vorhandenen Bahnsteigen jeweils auf der Innenseite geführt werden soll. Hier sollen in Zukunft 4 Gleise über die Straße hinwegführen anstatt 2, sodass also auch Platz für weitere Brücken benötigt wird.
Hier soll später die U1 an den beiden äußeren Bahnsteigkanten halten und die U5 an den beiden inneren. Wenn man vom Bahnsteig Sengelmannstraße aus in Richtung Ohlsdorf schaut, ist noch nicht viel von den Bauarbeiten zu sehen. Rechts neben der U-Bahn liegt das Gleis der Güterumgehungsbahn. Ich sag für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.